Wie ihr wünscht. Alles klar. So, hier wird alles gemacht. Es kommen Steine rein, die wir dafür den Ausbau brauchen. Und ja, ich sollte die Fischerhütten ausbauen. Wir haben jetzt Dezember, das heißt, wir müssen noch drei... Oh ja, der Dezember hat gerade erst angefangen. Müssen wir jetzt noch 3 Monate durchhalten. Gut, das, was wir jetzt am Fisch haben, sollte uns durch die Zeit bringen. Wir sammeln die Kleidung, die wir brauchen für den Stufenaufstieg. Wir können ja schon mal den Burgausbau in Auftrag geben. Ei! Sofort! Ei! Können wir doch eine Straße wegbauen, wo dann noch weitere Gebäude gebaut werden können, weil wir brauchen ja auch Platz für die Militärproduktion nachher. Jawohl. So, Markus, zurück zum Marktplatz. Unsere Burg ist ausgebaut, sie sieht jetzt schon viel stattlicher aus. Nicht wie so ein kleines Fort, sondern wie eine richtige Burg. Und ja, die Tiere reichen jetzt gerade, die wir reinbringen, reichen gerade wirklich für Klamotten und später für einen Seifenproduzenten. Die richtige Klamottenproduktion werden wir über Schafe machen müssen. Ich habe euch treu gedient, Majestät. Wäre ein neuer Titel nicht angemessen? Hab Dank für diesen Titel. Die Siedler werden es mit Freude vernehmen. So, Markus ist jetzt Landvogt von... Ja. Wie heißt das, die Map nochmal? Ja, Rittertitel. Baron von Narfang ist er hier. Landvogt von Narfang ist er jetzt. Ja. Verstanden. Verstanden. Gut, wir haben genug Geld, um das nächste Gebiet einzunehmen. Das sollten wir jetzt dann auch tun. Und ja, ich werde mit dem Stadtausbau warten, bis wir wieder Sommer haben. Weil wenn ich mehr Siedler hole, dann bedeutet das auch gleichzeitig höherer Nahrungsverbrauch. Das wäre nicht so schön. So, da kommt einer und baut unser neuen Außenposten auf. Aber ja, wenn der Sommer dann kommt, haben wir genug, oder... Wenn Frühjahr kommt, haben wir genug Materialien. Und dann hoffentlich auch wieder eine stabile Nahrungsproduktion. Das Gute ist, sie werden erst anfangen zu jammern, wenn die Dinger wirklich leer sind. In der Zeit werden wir ja wieder genug Nahrung produziert haben. Wir können so lange die Leute mal in die Kirche rufen, um eine Messe abzuhalten.
Wir haben ein Territorium eingenommen. Ja. Das heißt, sobald die Nahrungsversorgung wieder steht, können wir... Also jetzt dann, wenn der Februar durch ist. Ja, man merkt, unsere Nahrung ist ziemlich eingebrochen. Hätte vielleicht den ersten Winter warten sollen. Gerade was den Steinbruch angeht. Und die Klamottenherstellung. Wie ich für noch etwas mehr Nahrung sorgen könnte, wäre mit einem Bäcker. Weil wir haben ja noch 10 Weizen. Wir sollten dann auch irgendwann wieder Weizen von der Getreidefarm reinkriegen, sobald der März rum ist. So, unsere Messe ist leider rum. So, da können wir wenigstens mit Brot den einen Monat, der fast rum ist zum Glück, noch strecken. Dann werden wir wieder Fisch reinkriegen. Und hoffentlich auch Getreide. Gut, wir können jetzt sagen, wir kriegen Tiere rein. Allerdings will ich mich nicht darauf verlassen, dass wir damit jetzt groß herstellen können, wenn wir nachher noch Seife und Kleidung herstellen. Wenn ich merke, dass wir genug Tiere haben, dann kann ich noch einen Metzger hier hinstellen. Aber so lange bleiben wir lieber bei einem Gerber und einem Seifenmacher. Ja, wir haben jetzt nur noch das Brot, was in der Bäckerei hergestellt wird. Aber das Gute ist, der Februar ist gleich rum. Da. Und sie gehen schon wieder angeln, weil jetzt sollte das Eis hier langsam schmelzen. Ja, das tut es auch. Ja, das heißt, unsere Fischgründe sind wieder einsatzbereit. Und wir sollten das Lagerhaus mal ausbauen. So, das Lagerhaus ist ausgebaut. Schon unterwegs. Alles klar. Oh, da sollte die erste Fischlieferung kommen. Sehr schön. Das heißt, wir können hier schon mal einen Bienenarbeiter etablieren. Und die zweite Fischladung ist eingetroffen. Und der März ist gleich zu Ende und wir haben Weizen. Yay.
Sofort. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Sofort. Schon unterwegs. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. So, werden wir mal die Wölfe hier los. Ja, ich sehe ein Schaf hier. Auf euren Befehl. So, zwei Wölfe sind weg. Wir sollten uns zurückziehen erstmal. Gut, wir sind durch den Winter gekommen. Das heißt, jetzt wird die Nahrungsproduktion wichtig. Schon unterwegs. Jawohl. Wir halten jetzt nochmal eine Messe ab. Um an etwas mehr Geld zu kommen, dass wir den Sektor einnehmen können, dass wir an die Kühe kommen. Dass wir wenigstens eine kleine Käseproduktion errichten können. Also hier werde ich die Kuhbau errichten und hier direkt gegenüber den Kuhstall. Falls sich dann noch einen zweiten Kuhstall, kann ich ihn daneben setzen. Oder ich setze ihn halt hochkant dahin. Oh, und den hier geht langsam ein bisschen das Holz aus. Aber keine Sorge, das Holz wächst ja nach, solange ich da nichts hinbaue. Ist alles in Ordnung. So, das sollte jetzt reichen, um den Sektor einzunehmen. Wie ihr wünscht. Sofort. Weil es gab während der Beta einen alten Trick, mit dem man die Kühe in sein Territorium treiben konnte. Aber das geht leider nicht mehr. Wie ihr wünscht. Sofort. Sofort. Deswegen müssen wir das Territorium jetzt einnehmen. So, wir können jetzt dann auch mit der Produktion von Waffen anfangen. Die eine Sache. Die andere Sache mit Besen und Seife. So, noch einen, dann haben wir nämlich 9. 1, 2, 3, 4, 5, 4, ja, 9. Da haben wir genauso viele Weizenfelder, wie wir Kapazität in der Farm haben. Und ja, ich sollte die Minenarbeiter auch mal ausbauen. Ich kann jetzt hier meine erste Farm etablieren. Wir haben ein Territorium eingenommen. So. Und es sind 5 Kühe sogar. Die 5. hatte sich irgendwo versteckt. Ja. Sofort. Oh, Siedlerlimit erreicht. Das ändern wir da mal schnell.
Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Die kommen ja jetzt dann. Tja, bei dir stelle ich mal die Produktion ein, bis wir genug Eisen haben. So.